Hallo und willkommen zurück bei Moonlighter. Ach ja, ein neuer Tag beginnt. Und ich wollte ganz gerne gleich nochmal verkaufen. Für euch hatten wir schon Preise. Der Meißel, der war noch zu günstig, ne? 300 war euch noch zu günstig. Dann machen wir den mal auf 400. Und das hier kann schon mal weg. So, dann machen wir den Laden gleich mal wieder auf. Weiß nicht, haben wir jetzt eigentlich mehr Zeit, weil wir jetzt nicht in der Dungeon waren? Da kommt erstmal Dieb. Rotznase, der Dieb. Ich seh dich. Ah, Säure ist okay. Rotznase will klauen. So, warte mal. War denn jetzt 300? War der Preis, den wir mal checken wollten? Ja, warte mal jetzt. So. Und die waren auch noch zu günstig, ne? Wenn ich das richtig... 300 ist günstig. 400. Also Omi will Säure. Ich will gar nicht wissen, wofür. Wahrscheinlich, weil Oppi wieder Scheiße gebaut hat. So, er kauft einfach immer nur. Er gibt uns gar kein Feedback. Dann packen wir die hier mal noch rein. Oh, 400, immer noch zu günstig für so ein Meißel. Die Meißel sind eigentlich ganz gut, ne? Da ein Pilz für 100. Ah, das ist auch wieder nur so ein... Ohne Feedback, ne? So ein Händler wahrscheinlich selber. So eine Geschäftsfrau. Warte, der Dieb ist wieder da. Ah! Lass das. So, euch hatten wir, glaube ich, einen guten Preis. Hier hätten wir noch einen Platz. Die Lichtessenz war mit 200 noch zu günstig. 400. Hatte die jemand für 400 gekauft? Ich weiß es gar nicht mehr. Pilz ist zu teuer jetzt. Was ist denn los? 50 zu günstig, 100 zu teuer. Dann machen wir hier auf 60, 70. Na? Okay. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. So. Dünger, wie sah es denn bei dem aus? 200 zu günstig, 300 hatten wir noch nichts. Bekommen Feedback für die Vasen, die waren mit 200 zu günstig. 300. Da unten haben wir noch einen Platz. Warum haben die denn hier keinen Preis? Warum sind die kostenlos? Blütenblätter. Ein Blütenblatt von verschiedenen Pflanzen aus den Dungeons, das mir irgendwie ästhetisch erscheint. Oh. Ich dachte, das wären Sachen, die wir schon hatten. Warte mal, pack mal nur einen rein. Ja, Blütenblätter hier 30. Und dann können wir hier das magische Holz mal probieren. Da haben wir noch gar nichts. Magisches Holz. Hier 400. Es ist magisch. So Leute, gebt mir Feedback. Dünger. 300 zu günstig. Pilze. Ah. Ja, 60 dann. Hier, 63. Oh. Und Dünger war... zu günstig. 400. Der Dieb wieder. Früchte sind immer noch zu günstig. Ne? Ja, das mag ich schon jetzt klar. Oh, jetzt haben wir einen Preis für die Pilze. Gut, dann kann der hier auch rein.
So. Stroh war, glaube ich, okay, ne? Haben wir auch kein Feedback bekommen. Ein bisschen teurer. So, und ihr wart noch zu günstig. La, 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 la. Okay, die Pilze sind okay. Für die haben wir jetzt schon mal einen guten Preis. 63. Ja, die Blume da. Da ist wieder so ein Händler, der kein Feedback gibt. Lebenssaft ist noch zu günstig. 300, machen wir 400. Stroh ist auch noch zu günstig. Und da, was? Dünger war auch immer noch zu günstig. Gut. Stroh auf 50. Dann könnten wir hier uraltes Holz nochmal probieren. Ich glaube, es sind die letzten Kunden gerade, ne? Lalala. Okay. Na gut, ein bisschen mehr haben wir diesmal gemacht. Die Waldfrüchte bringen ordentlich. 5900. Dann packen wir den Rest erstmal wieder in die Kiste. Und dann machen wir uns nochmal auf. Die nehmen wir uns mit. Die können wir auch gleich mal ausrüsten. Dann haben wir ein paar Heiltränke gleich dabei. Ja, dann machen wir uns gleich nochmal auf in die Wald-Dungeon. La 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 la. Und rein da. Solange ich jetzt noch keine richtigen Preise für die ganzen Sachen habe, werde ich wahrscheinlich auch nicht versuchen, weiter runterzukommen in diese Wild Dungeon. Zumindestens, wenn dann... Aua! Mann! Nein! Warum habe ich denn den Bogen? Da! Nein! Runtergefallen. Gott, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Komm hier, gönn dir mal. Okay. Kommt hier eine heilige Quelle? Nein, etwas zum Lesen. Na, geh ran da. Es gab vor kurzem eine Entdeckung, die alles verändern wird. Ritzerhafte Anhänger, okay, das kennen wir schon. Die Helden finden es scheiße. Sollen sie machen? Warte mal, was war denn das da oben? Können wir hier irgendwas machen? Nee. Schade. Hier findet man ganz selten was, ne? Okay, weiter geht's. Dann gehen wir mal in die andere Richtung. Wir müssen uns auch immer so ein bisschen sputen, weil sonst kommt ja hier dieser böse Dungeon-Wächter. Oh, nein. Ah, falsche Taste gedrückt. Oh. Oh, was ist das? Aua, aua, aua. Auf Gift zu machen. Wer ist er hier? Ah. So. Danke und danke. Lava. Sah so nach Feuer hier aus. Schon mal kleine Vorschau auf die nächste Dungeon, ne?
Wüsten-Dungeon. Oh Gott. Alter. Okay. Aua. Die halten ordentlich aus. Komm schon. Ja. Okay. Geschafft. Na, das kann ja heiter werden in der Wüste dann. Nein. Voll durchgelatscht. Lalala. Oh Gott. Knapp. So, dann nach oben. Vielleicht haben wir da eine heilige Quelle. Nee, noch nicht. Oh. Schöner Kombo. Ich dachte schon, das wäre wieder so eine... Nein! Mach doch nicht automatisch. Was macht er denn da? Angrenzende Gegenstand blockiert. Ja, blockier mal. Da ist ja sowieso schon was. Rein theoretisch könnten wir gehen, aber wir machen hier noch ein bisschen. Aua! Au! Ja, easy. Ich würde ganz gerne eine Quelle finden. Ah nein! Oh! Das waren ja die Dinge. Au, au, au! Erstmal darüber. Au, au! Und jetzt weg. Huhuhu. Mehr haben wir hier gar nicht. Nein, jetzt habe ich schon wieder einen Heiltrank genommen. Ich verwechsel mal Heiltrank und Springen. Das ist nämlich L2, R2. Ah. Heilung. Und es ist uns nicht gelungen, denjenigen zu fassen. Ja, Experimente wurden geklaut. Ist klar. Aua. Du. Nein, Vorsicht. Und dich noch. Wie sieht's aus? 16 Platz. Boah. Beiden Seiten. Uah. Das sind viele. Geh weg, geh weg, geh weg. Geht alle weg. Meins. Okay, 17 Platz. Oh, hier würde es weiter runtergehen. Hm, ja komm, warum nicht? Warum denn nicht? Den Anhänger haben wir ja. Gold haben wir, glaube ich, auch genug, ne? Weil Dungeon Nummer 2. 11.000 Gold haben wir. Easy. Heiltränke sieht ein bisschen knapp aus gerade. So. Oh, eine Truhe, aber ich glaube, nach dem Ort sind wir fertig. Sind wir bestimmt voll. In der Truhe sind ja meistens diese gesperrten Sachen drin. Zerstört bei Rückkehr ein Gegenstand in gezeigter Richtung. Gut, warte mal. Da muss der hier mal weg. Packen wir euch da hin. Was machst du? Blockiert? Ja, dann blockier mal. Mach ich da hin. Und ihr macht... Zerstört bei der Rückkehr. Okay, jetzt haben wir aber... Die Töpfe sind recht viel wert. Modifizierte Samen kenne ich aber noch nicht. Das kenne ich auch nicht, magischer Kern. Ja, und dann lassen wir die eben mal hier und machen uns zurück. Lalalalala.
Dann können wir auch gleich mal gucken, ob wir uns für unseren Laden ein paar Erweiterungen holen. Jetzt machen wir den Laden aber erstmal auf. Und wir holen uns nochmal hier den Stoff. Zumindest alles, was wir noch stecken können. Haben wir denn hier irgendwas doppelt? Die Früchte? Dann können wir hier das Holz noch nehmen. Dann, da, da, da. Okay. So, erstmal gucken wir wieder. Was haben wir denn da noch eingesammelt gerade? Nee, warte mal, jetzt war ich hier. Da. Nee, nicht Golem. Wald, genau. Alte Knolle kennen wir. Waldfrüchte, das kennen wir schon. Modifizierte Samen. Samen, die durch eine Art Experiment modifiziert zu sein scheinen. Was schlug dieses fehl? Hm. Aus ihnen will einfach nichts wachsen. Tja. Magisches Holz, das kennen wir alles. Giftsporen, der Name sagt alles, das kennen wir auch schon. Aber hier hatten wir doch irgendwas eingesammelt. Da! Wüstenstahlplatte. Ein widerstandsfähiges Material, das flexibel wird, wenn ein Magnetfluss hindurchfließt. Ein Schmied würde sicher gern damit experimentieren. Und Magnetit. Ein Material, das zur Magnetisierung anderer Materialien verwendet wird. Und magischer Kern. Ein Gerät, das sich in der Mitte von Wüstengolems befindet. Ähnelt denen, die in den lebenden Statuen im Golem-Dungeon gefunden werden können. Gut. Da haben wir schon mal ein bisschen vorgegriffen in die Wüsten-Dungeon. So, dann packen wir jetzt hier noch was hin. Euch haben wir schon gepreist. Warte mal, da haben wir ja noch einen Platz. So, 300. Da warten wir immer noch auf ein Feedback. Und hier haben wir auch noch einen Platz. Magnetit. 200. Mal gucken. Dann eröffnen wir mal. Hallo. So, Leute, jetzt will ich hier aber ein bisschen Kohle fließen sehen. Beziehungsweise viel mehr würden mich eure euer Feedback interessieren. Hier, magisches Holz. Viel zu teuer. Hm. 300? Da. Ist zu teuer. Okay, warte. Was hatten wir denn? 200 günstig. Gehen wir auf 300. Treffen wir uns in der Mitte. Magnetit. Magnetit ist zu günstig mit 200. Alter. Da können wir was rausholen. Machen wir 400. Nein, nein. Oh, er hat mir eine Vase geklaut. Der Pisa. Habe ich gar nicht gesehen gerade. So, denn packen wir hier mal noch hin diese Früchte. Hatten wir dafür denn jetzt? 400 war immer noch zu günstig. 500 steht das Angebot. Für euch hatten wir, glaube ich, einen guten... Nee, auch noch nicht. Warte mal. 200? Okay, müssen wir mal schauen. Ja, okay, sie ist wieder eine, die ohne Angebot macht. Sie nimmt einfach. Da unten. 30 zu günstig für die Blüten. Gehen wir mal auf 60. Warte, hier haben wir noch ein Plätzchen frei. Das Fleisch hatten wir, glaube ich, schon genau auf 50. Dann können wir einen ganzen Stack verkaufen. Da ist der Dieb wieder. Du Pisser, gib meine Vase wieder. Gib mir meine Vase. Ich behalte ihn jetzt im Auge. Magnetit. 400. 400, immer noch zu günstig. Alter. Hier meine Lichtessenz klauen. Warte mal, Magnetit. 400, machen wir 500. Und Lichtessenz kommt auch wieder dazu. Hat er hier überhaupt schon mal was gekauft, der Breite?
Er ist wieder nur so ein komischer Händler, ne? Oder ich weiß nicht, ob es Händler sind. Oh, Oppi. Oppi will magisches Holz. Immer noch nicht. Aber er ist interessiert daran, ne? An dem magischen Holz. Er guckt jetzt schon zum zweiten Mal. Hier. Packen wir das da noch hin? Leute, schlag zu. Ist nicht mehr lange im Angebot hier alles, ne? Alter, Oppi hat schon ganz roten Kopf. Bestimmt, weil der sich so aufregt. Kauft Omi das jetzt? Magnetit weiß ich nicht. Hat er gerade kein Angebot abgegeben? 60 für Blütenblätter ist noch zu günstig. Jetzt müssen wir hier Magnetit nochmal reinpacken. Und 60 für Blütenblätter war zu günstig. Gehen wir mal auf 100. Da unten haben wir noch ein Plätzchen. Da können wir ja mal die hier. Modifizierte Samen. Oh Gott, was soll man dafür? Nehmen wir mal 300. Keine Ahnung. Schon voll Wucher. Oh, guck mal, er sieht aus, als würde er dick einkaufen wollen. Na, kaufst du jetzt das für Opa weg? Nein, ist ihm immer noch zu teuer. Magisches Holz 100. Komisch, bei so manchen Sachen, wo ich denke, oh, das müsste doch jetzt aber viel wert sein. Da ist das dann gar nicht so. Und bei anderen Sachen, wo ich denke so, oh, das ist ja gar nichts wert, da ist dann so für hier diese Magnetit 500. Immer noch Schnäppchen. Alter. 600. Na, kaufst du die Blütenblätter? Ah, das magische Holz. Das ist immer noch zu teuer. Echt. 130, zu teuer. Das ist magisch, Mann. Mach mal 80. Ja, Magnetit hier. Okay, dafür haben wir jetzt aber leider wieder kein Feedback bekommen, ne? Ob der jetzt okay war, der Preis. 600. Gut, aber ich glaube, damit ist auch vorbei. Ja. Lala. Ja, eine Vase haben wir Verlust gemacht, ne? Da unten. Hm. Guck mal, gar nicht so viel verkauft, aber trotzdem 4.900. Das ist Magnetit, ne? 5 Stück. 2.860. Heftig. Krasser Scheiß. Gut. Gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, gehe ich wieder pennen. Und wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Dann machen wir morgen gleich nochmal den Laden. Machen wir nochmal so eine Runde. Machen wir gleich nochmal den Laden auf. Gucken, dass wir den restlichen Stuff verkauft bekommen. Und dann gehen wir nochmal in eine Dungeon. Guti, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Und wenn ihr Bock habt, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.